Hi, ich bin Paul von Henne und das ist unser Unimog-Moment 2020. You say everything, everything. Hi, ich bin Johannes und stellvertretend für das ganze Team des Unimog-Museums ist das unser Unimog-Moment 2020. Ja, servus, ich bin's, der Weinfurtner. Da ist der Muck und wir haben jetzt zum ersten Mal Holz rücken. Ich sag's euch, das ist so geil, das ist definitiv mein Unimog-Moment 2020. Ich sag merci für die ganzen Leute, mit denen wir Videos gedreht haben, zum Beispiel auch mit dem Fabian DSL zum Beutelmacher dabei im Einsatz. Schaut die Videos weiter so fleißig. Gruß ans Henne-Team, Gruß an euch alle, einen guten Rutsch und servus bis zum nächsten Video. Und das sind meine Unimog bzw. Unimog-Momente 2020. Servus, ich bin der Mokprak und mein Unimog-Moment 2020 ist eigentlich ein Endbedrück-Moment. Nämlich, dass ich jetzt meinen Führerschein habe und endlich mit diesem wunderschönen Fahrzeug fahren kann. Ich bin René, das ist mein Mock und das ist mein Moment 2020. Servus Leute, Fabian hier. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid alle gesund. 2020 war trotz allem ein richtig geiles Jahr, finde ich. Ich habe viel erlebt, ich war viel unterwegs, habe viel interessante Fahrzeuge gesehen und neue Leute kennengelernt. Mein Moment 2020 waren auf jeden Fall die 2406 Cabrio mit dem Marinus und mit dem Florian und natürlich mit dem Ludwig, der war dabei, der hat das gefilmt. Und das war auf jeden Fall mein Moment 2020 und den seht ihr jetzt. Servus, hier aus dem Winterquartier von Stars of Bavaria. Unser Unimog-Moment 2020 war die erste Ausfahrt mit unserem U1600 nach einer eineinhalbjährigen Restauration. Servus, ich bin der Hannes Dorschak aus Nürnberg. Wir haben einen Gemüsebau daheim, haben 4 Unimog und 3 im B-Trag. Und mein bester Moment 2020 war, wie ich mit 13 im B-Trag auf Maisexen war. Unimog Team 14, das war unser Jahr 2020. Oh yeah!
So einen bin ich auch noch nicht gefahren. Let's do this. Got picture, homie, rolling. We off the mic, we don't lose, we don't know this how I'm doing. The silence golden broke, cause they know we're talking fluent. Got them under the influence, the truest, talking to them. Rick on your ego, bumping them out, music I'm eschewing. I just doing for the day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do.